Ja, hallo Leute. Zweites Video jetzt hierzu. Und zwar geht es um Rette die Welt. Im Moment gibt es ein paar Bugs, die muss ich hier leider mal ansprechen. Und zwar sind die mir in letzter Zeit öfters untergekommen. Erstens den Spind. Da ist es so, dass ich eigentlich nichts Neues habe. Wenn ich hier auf Clean gehe. Ach, nee, das war das Falsche. Ach. Das ist es, clean. Ist da oben immer noch Ausrufezeichen, das ist ein Bug. Dann kann es sein, dass manche Objekte zu nah rankommen. Also, ja, das Übliche halt wie immer, ne? Und dann gibt es noch einen Bug. Ich weiß nicht, welche Konsole es betrifft. Also aktuell PS5. So habe ich das die ganze Zeit gesehen. Und zwar, wenn man Rette die Welt verlässt, dann kommt man nicht in Battle Royale, sondern man kommt wieder ins Hauptmenü der PlayStation 5. Und zwar steht da dann ein Fehler ist aufgetreten. Also das Game crasht die ganze Zeit. Das hatte ich, glaube ich, gestern auch nochmal in den Stream gesagt. Nee, ich kann jetzt nicht zurück Battle Royale, sonst crasht mir das Game. Und ja, das ist immer noch der Fall. Ich habe auch mal auf Twitter geguckt, also auf X. Da haben sich auch schon ein paar beschwert. Dann haben die gesagt, wie das eben das gleiche, ja, leer mal die Cache, Datenbank nicht neu aufbauen, aber das sollte man natürlich auch, die Cache leeren und dann kommst du wieder rein und dann machst du das. Ja, habe ich eben gemacht. Habe ich eben gemacht. Der Fehler ist immer noch da. Und der wird wahrscheinlich erstmal nicht beachtet. Und er wird auch nicht, ja, beendet. Und Spielabstürze können auch irgendwann, ich sag mal so aus Erfahrung, auch die Datenbank beschädigen, was ich auf Dauer nicht machen will. Deswegen, wenn ich Battle Royale Stream habe, dann mache ich erstmal Battle Royale. Oder ich habe auch Rette Welt dabei drin und Rette die Welt gehe, dann bleibe ich auch in Rette die Welt. Wenn es heißt aber Shop-Update machen, gehe ich aus dem Spiel raus und gehe wieder rein. Es ist halt ein Aufwand von einer Minute oder ein paar Sekunden, um wieder reinzukommen. Das ist ja kein Akt. Nur damit ihr das auf dem Laufenden seid, was das angeht. Deswegen kann ich, wenn jetzt jemand fragen würde, ja, ich weiß, es halt, sind dann irgendwelche random Leute. Das kann ich natürlich dann nicht einschätzen. Da kann ich dann halt nicht Battle Royale zurückgehen. Das ist dann halt das Problem, wenn ich mal den Shop mal kurz zeigen soll, ne? Was ist das denn ständig? Ständig nur Klopferei. Ach, egal. Ja, dass ihr da auch auf dem Laufenden seid, was das angeht mit Rette die Welt. Ja, aber ich bin ja sowieso die meiste Zeit sowieso in Rette die Welt dann, ne? Das wollte ich auch schon mal ansprechen. Kann ja sein, dass auch jemand dieses Problem hat, wenn nicht, dann habt ihr natürlich Glück. Oder das Problem wird heimlich auch gefixt. Das kann natürlich auch sein. Und morgen ist Dienstag. Da kommt wahrscheinlich ein Update oder höchstwahrscheinlich. Und dann kann es sein, dass es vielleicht gefixt wird oder auch nicht. Aber ich gehe im Moment kein Risiko ein. Deswegen, wenn das kommt, ich verlasse dann nochmal Fortnite und gehe dann extra nochmal so rein, damit ich halt auf der sicheren Seite bin, weil ich hatte das jetzt die letzte Zeit öfters. Das war aber auch nur, nachdem hier das neue Update mit der neuen Season kam. Obwohl, das ist ja auch wieder, ich sag mal so, das ist ja wieder typisch. Rettet die Welt hat immer Probleme. Und jetzt sowas, weiß nicht, auch blöd. Ich bin, um ehrlich zu sein, würde ich so Fehler hinnehmen, wie zum Beispiel, dass im Spind die ganze Zeit der Ausrufezeichen steht. Oder was weiß ich, es kann mal sein, dass du vielleicht durch die Decke fällst. Das hatte ich auch mal. Gut, dann startest du das Level neu oder wartest ein bisschen, vielleicht respawnst du nochmal wieder. Oder was weiß ich, eine Waffe macht irgendeinen Sound nicht. Das ist auch kein Ding. Kein Weltuntergang, um ehrlich zu sein. Oder irgendein Perk geht nicht. Oder irgendwelche Fallen sind halbiert. Gut, für eine Ausdauer ist es ein bisschen blöd, aber es ist besser als die ganze Zeit diese Abstürze zu haben. Ja, ansonsten Streams werde ich jetzt erstmal ein paar Tage nicht. Ich weiß nicht, ich bin im Moment nicht so Motivation, was das angeht. Was habe ich denn als Aufträge? Ich muss noch
10 Missionsalarme abschließen. Ja. Also die mache ich jetzt wahrscheinlich jetzt noch. Und dann, ja, ich bin weg. Erstmal ein paar Tage. Beziehungsweise es wird natürlich noch ein paar Sachen geben, wie zum Beispiel legendäre Belebende, tägliche V-Bucks-Mission und Battle Royale Shop. Das kommt natürlich alles, aber streamen werde ich jetzt erstmal nicht, weil ich jetzt keine Lust auf diese Probleme habe. Gerade im Moment nicht. Kein Nerv für, sorry.